Die Stars mit Sido Nummer 2. Zweiter Teil, zweiter Tag. Wir sind heute hier beim Videodreh von Meine Jordans. Heißt der Meine Jordans? Der heißt Meine Jordans. Und hier seht ihr so ein bisschen Requisite. Das sind die Masken von Cool Savage. Das sind die Cheerleader. Habt ihr alle Nike-Schuhe auch an? Adidas-Schuhe. Guck mal, Adidas-Schuhe am Jordans-Dreh. So, jetzt nähern wir uns im Zentrum des Geschehens hier. Oh Gott, wie ist das hier? Macht mal hier ein bisschen ein paar Bilder, damit die Leute auch sehen, hier ist richtig Programm, da sind 100 Leute hier am Set. Vorher hat einer Basketball gespielt, das war unfassbar, das war echt, war kurz vorher aus Recherchegründen schon mal drin, ja, aber der hat so straßenmäßig, vielleicht finden wir den nochmal, komm, den gucken wir uns nochmal an. Hast du Basketball gespielt gerade vorher? Gut, dein Name ist? Daniel Knoblich. Daniel, guck mal, show us. Alter Schwede. Kannst du auch kellnern? Was machst du für einen Beruf? Das ist mein Beruf, Basketball Freestyle. Krass, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Du lebst deinen Traum. Genau. Perfekt. Machst du auch schon. Ich hab heute so dies, das gemacht. Nee, ansonsten war ich hier den ganzen Tag. Ja, du warst hier den ganzen Tag, oder? Seit früh, von früh bis später. Wann hat das angefangen heute Morgen? Für mich, also ich bin um 7:30 aufgestanden, 7.30 Uhr. Das ist für mich eine komische Zeit, so kenne ich gar nicht. So, jetzt hier, die Tänzer. Ja. Der ganz besonders herausheben muss ich ganz vorderste Reihe links. Ja. Little A. Könnt ihr euch merken, Leute, Little A, Alter. Wie viele Videos hast du eigentlich schon gedreht? Ich weiß es nicht, Alter. Was war der teuerste Videodreh? Der teuerste war der in Kiew mit 23. Also das 23-Video war das teuerste. Das Video danach war Ich steh wieder auf mit Harris vom Lieblingsrapper-Album. Der steh wieder auf, der Song, der hat 80.000 gekostet oder sowas. Aber das ist nur jetzt ein Drehtag. Ja, das ist ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was da geplant ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass was heute alles eigentlich im Video sein soll, dass das heute alles noch gedreht werden kann. Wir haben es jetzt 19 Uhr. Hast du es abgesegnet vorher? Alhamdulillah. Wir haben schon drüber gesprochen dass es ein Studio-Video wird mit Styles und Zeug und Angebersachen und so weiter. Und dann mehr Treatment brauche ich nicht. Gut, über Angeberei reden wir gleich noch weiter. Hallo Leute, ich bin der Steiger. Ihr wisst schon, der hier immer an die Traversen klettert und runterspringt und Leute verprügelt auf dem Splash und so. Und ich bin hier heute mit Sido. Ja, jetzt stell mal Fragen hier. Naja, aber ich bin doch Steiger, ich hab doch keine guten Fragen auf Lager. Naja. So, ich gehe wieder Fassaden klettern. Hallo. Eine Currywurst haben Sie denn? Was los, Digga? Kenn ich doch. Ich bin der John-Vater, Digga. Ich bin Playboy 50 von Rengdorf. Ich kenne dich ja auch, Marco Steiger. Marco Steiger. Digga, wenn du irgendwas brauchst, musst du Playboy 50 von Bescheid sagen. Ich hab alle Johnny auf Tasche, ja? Von 1 bis 6. Nee, bis. Ja, so. Von 1 bis 6, genau hier. Von 6. Ja, du siehst ja, heutzutage ist alles möglich. Man kann so viele Schuhe heute produzieren, ja, in Fabriken, in Firmen. So. Du siehst ja hier Dev Shop, ne? Kennst du auch den? Du warst bei Scientology heute? Genau. Ich hab gesagt, so, ich bin Playboy 51 aus Rengdorf, der Patenjohn da, weißt du, was ich meine? Und ich hab zu denen gesagt, so wird dann verarschen. Das heißt, ab morgen finden wir dich Nee, mich findet man bei 51tv.de, Digga. Ich bin jeden Sonntag um 20 Uhr. Eine Stunde. Alhamdulillah. Macht euch keine Sorgen, jetzt. Brille. Wenn ihr kaufen wollt, nehmt ihr an Jalla Park. Ich schau wieder ab. Wieder zurück beim Videodreh. Der Herr Hengst ist mittlerweile auch gekommen. Er heißt nur noch BSH. B.S.H. So, wie gefällt dir denn der Videodreh? Super.
Wir ficken alle in den Arsch, wollte ich schon mal sagen, ja. Was nochmal? Wir ficken alle. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich fick euch alle. Ja. 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 So, Steiger, jetzt bist du außer Atem. Ja, jetzt bin ich vollkommen aus dem Konzept gebracht, weil eigentlich wollte ich, da warst du nämlich gar nicht dabei, aber eigentlich wollte ich mit dir noch über Carmen reden. Ja. Das war dann ein sehr angenehmer Videodreh. Ja, der war auf Ibiza. Ja. Hm? Ah, nee, auf Mallorca oder Ibiza, eine von den beiden Inseln. Mallorca, die Redaktion sagt Mallorca. Okay. Ja. Ja. Und da hast du gerade erfahren, dass dein Album auf Nummer 1 gegangen ist. Das war da. Ja, und du hast dir eine 1 tätowieren lassen auf Mallorca. Ja, stimmt, mit dem Datum von dem. Also ich kann dir sogar sagen, wann das war. Zeig mal. Am 9.06.2008. Und das ist die 1, Platz 1, tack. Siehst du das? Wie viele Tattoos hast du jetzt eigentlich mittlerweile? So viele, dass die alle schon 1 sind, also nur noch 1. Hör auf jetzt, der Steiger. Hast du auch Tattoos? Ja, paar. Zeig mal deine. Ach, guck mal, das sind aber so süße Sachen. Ja, das ist aber wofür steht das? Ja, es ist noch nicht fertig, wird noch ausgemalt und tralala hin und her. Was ist eigentlich mit deinem Tattoo-Studio? Ja, super, Tattoo-Studio, läuft, 1A. Was ist mit deinen Tätowierkünsten? Die sind scheiße. Ich kenne keinen Tätowierer, der nicht auch malen kann. Und ich kann überhaupt nicht malen. Ich habe kein künstliches Auge so zum Malen. Da braucht man so ein Auge für, so ein Spectre-Auge. Könnt ihr Spectre tätowieren? Ja. Eine Zeit lang warst du nicht mehr so gut, auf Spectre zu sprechen, oder? Ja, auf alle bei Agro Berlin war ich nicht so gut zu sprechen, weil man sich da ja auch so getrennt hatte und natürlich hat man sich nicht im gemeinsamen Einvernehmen so wirklich getrennt. Da gab es schon die eine oder andere Auseinandersetzung, aber das waren auch jetzt nicht Sachen, die man jemandem irgendwie ewig hinterhertragen muss. Also kannst du gut vergeben? Ja. Ja, ich bin nicht besonders nachtragend. Und ich kann auch oft nachvollziehen, ob ich es verstehe oder das genauso machen würde, meine ich nicht. Aber ich kann nachvollziehen, wenn Leute einen Upturn haben und schlecht drauf sind und warum auch immer. Ich kann so eine Sachen oft nachvollziehen. Frag mal jetzt Hengst noch was Schlaues, bitte. Ja, Hengst, so, wie läuft's bei dir so, BSH? Ich bin der Beste, wollte ich nochmal betonen. Und ich bin wieder da, ich sehe übelst gut aus. Ich sehe besser aus als davor. Ich kann auch manchmal Doppelreime machen, wenn er wollt. Ist kein Problem. Ja, und so wird Deutschland rasiert. Jawohl. Ja, Mann, schöne lange Sendung, schönes Dies-Das mit Sido hier vom Videodreh. Der Tag geht zu Ende. Ein anstrengender Drehtag. Zwei sehr schöne Tage mit Dies-Das. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid dran geblieben jetzt bis zum Schluss. Wir verabschieden uns. Es war wunderbar. Und viel Spaß mit dem neuen Video. Mit der kleinen Schleichwerbung für Reebok.